Für mein derzeitiges Projekt benötige ich einige Akku-Packs. Und von einem alten Job hatte ich da noch einige alte Akkus rumliegen. Das sind hier solche Lithiumzellen, Lithium-Polymerzellen, die komischen weichen Folienbeutel. Und wie man vielleicht schon an der Aufschrift sieht, die Dinger waren ziemlich stark entladen. 2,2 Volt von, auf dem steht es drauf, 16.04. letzten Jahres. Also, das ist schon eine ganze Zeit lang her. Ich habe sie gemessen, die haben jetzt noch 1, irgendwas Volt. Und was mir aufgefallen ist, weswegen ich die immer beiseite gelegt habe und nie benutzt habe, ist, die sind aufgebläht. Man sieht das hier, wenn man da reindrückt, man kann die zusammenpressen. Und ich bin nicht der Profi, was Lithiumzellen angeht. Aber was ich gelesen habe, ist, dass diese Zellen es absolut nicht mögen, schlecht gelagert zu werden. Logischerweise, wie kein Akku. Und was diese Zellen auch nicht mögen, ist, dass sie quasi überladen werden oder ja, halt nicht genügend Ladung vorhanden ist. Das kann unter anderem zu so einem Aufblähen führen, genauso wie zu starkes Entladen, zu hohe Temperatur etc. Auf jeden Fall ist der allgemeine Tenor wegschmeißen, wenn eine Zelle so aussieht. Ich habe mir gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein, weil ich habe ein paar mehr von den Dingern. Jetzt gerade hängt noch eine davon am Ladegerät. Ich habe mir gedacht, nehme ich doch mal mein Universalnetzteil, schließe die Dinger daran an, solange bis die so auf knapp 3 Volt kommen, und dann hänge ich sie mal an mein Turnigy AccuCell. Ergebnis war, funktioniert. Das Ladegerät sagt, ja, kann ich laden. Und das Schöne ist, diese Akkus, das kann man relativ schwer lesen, sind 1800 mAh pro Zelle. Also jetzt auch gar nicht mal klein. Wäre ja zu schade gewesen, zum Wegzuschmeißen. Und tatsächlich, das Ladegerät hat in eine Zelle, die schon fertig geladen ist, mit sehr langsamer Ladung, ich habe gesagt, 500 mA maximal als Ladestrom. Und mit diesen 500 mA hat das Ding 1900 mAh da reingeprügelt. Hat dafür zwar knapp 4 Stunden gebraucht, aber ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Denn das ist die Zelle. Wenn man sie sich mal anschaut, die ist komplett platt. Dieses Aufgeblähte hat sich absolut von selber erledigt. Es ist nichts mehr aufgebläht, die Zelle ist fest und hart, wie man es erwarten würde. Keine Luftkammern drinne mehr, alles absolut einwandfrei und hervorragend. Jetzt frage ich mich, war das ein Zufall? Werden wir sehen. Ich habe jetzt gesagt, die zweite Zelle am Ladegerät, die lasse ich jetzt auch schön langsam vor sich hinladen. Und dann werden wir mal gucken, wie das ausläuft. So, ein paar Tage später habe ich jetzt mal alle Akkus durchgeladen. 6 Stück an der Zahl waren es. Und ich muss sagen, Nummer 1, flach. Keine Luft mehr drin, gar nichts. Nummer 2, ebenso. Nummer 3, ebenfalls komplett leer. Nummer 4 hat ein klein bisschen Restgas drin, aber deutlich weniger als vorher. 5 ebenfalls wie neu, als wäre nie was gewesen. Und Nummer 6, auch hier komplett gasleer, nichts mehr drin. Und anhand der Zahlen, die ich da drauf geschrieben habe, sieht man auch, dass die Dinger ordentlich Ladung angenommen haben. Dieser hier war derjenige, der noch ein bisschen Restgase drin hat, aber selbst der einwandfrei 2200 mAh von 1800, die es sein sollten, könnte jetzt heißen, dass ein gewisser interner Widerstand drin ist, dass der quasi einen Teil der Ladung in Hitze verballert. Aber ganz ehrlich, das Ding liegt jetzt schon seit 2 Tagen und es hat sich nichts getan an der Ladung an sich. Die Spannung ist kein bisschen gesunken. Ja, ich meine, gut, daran kann man es jetzt nicht so super ausmachen, ob die Ladung noch gut ist. Das wird sich jetzt im Feldversuch zeigen. Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen,
ich stimme jetzt nicht mehr so unbedingt damit überein, dass man einen Akku wegschmeißen muss, nur weil das Ding aufgebläht ist. Weil, wie man sieht, das Aufblähen hat sich von selber erledigt. Nur weil die Teile mal total überlagert waren und in einem billigen Gerät verbaut waren, wo kein Mensch so recht wusste, wie man eine Ladeschaltung konzipiert. Nur deswegen, ganz ehrlich, ich glaube, so zerbrechlich, wie man immer sagt, sind diese Lipo-Akkus gar nicht. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von TinkerTubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf hier.